Hallo und herzlich willkommen zu einem komplett neuen Game. Der Name des Spiels ist Sons of the Forest. The Forest, der das kennt, weiß, was für ein Spiel das ist. Das ist vor, weiß nicht, ich glaube 3 Wochen circa rausgekommen oder vor einem Monat circa, ich weiß es jetzt nicht genau. Ich habe mir es vor 1,5 Wochen circa gekauft und habe auch schon ein wenig vorgespielt. Also ich habe mir es auch geschaut ein wenig auf. Und es ist ein sehr, sehr interessantes Spiel, muss ich sagen. Allein schon das Baumenü, das Crafting, die Idee, was da eingebracht haben, ist werdet es sehen. Ich möchte mit euch ein neues Spiel beginnen. Normal Spiel normal, aber seit dem letzten Update bin ich der Meinung. Nein, das ist ja falsch. So. So. Schaden, aber der interessiert mich nicht so. Ja, okay, das passt. Das Ganze soll natürlich im Frühling stattfinden. Nämlich hat Tag und Jahreslänge ein wenig länger haben. Und dann würde ich sagen, drücken wir auf Start und ich bin schon wieder ruhig. Achso, naja, erlaubt das Lohner dauert ja ein wenig. Okay, hat das? Ich hatte es. Ich würde jetzt nur noch kontrollieren. Ja, passt. Ich hab nichts davon, warum ich nie wieder keinen Ton hab. Ne? Ist ja ein Schatz. Und das heutige Video kann natürlich ein wenig länger werden, gell? Also, ich weiß nicht, ob sie das jetzt genau mit einer halben Stunde ausgeht, aber ich möchte es gern in einer Dreiviertelstunde einpacken. Ja, unsere Aufgabe in dem Spiel ist, wir fliegen gerade die Insel an. Also, wir landen da auf der Insel, zumindest das haben wir vor. Und sollen da 3 reiche Schnösel retten. Was war denn das jetzt? Ich habe dabei noch keine Bewegung gespürt, nicht wirklich. Wir sollen da 3 Leute retten, aber die Insel entpuppt sie als, weiß ich nicht, lauter Kannibalen, ne? Der Edward, die Barbara und die Virginia Paften, ne, sind vermisst. Die müssen wir auskundschaften. Das ist die Insel. Ja, und Kannibalen sind da, und Einheimische natürlich. Stämme und was weiß ich was noch ist. Es gibt auch Höhlen, aber die Höhlen, man geht eh schon, die schießen und schon. Also glaubt man es auch mit dieser Einstellung, was ich gemacht habe, es wird zehn, es wird genauso lustig werden und jetzt lande ich wieder im Wasser. Also echt, ich habe echt kein Glück, ne? Dass ich mal irgendwo anders landen darf. Immer dieselbe Stelle. Ja, das Drama sollte eigentlich wirklich... Ah, jetzt ist er unter Wasser, so wie es ausschaut. Da E drücken. Nur einmal. Jetzt schaut er weiter. So, bevor mir Pups ausgeht, einmal geht's noch. Ja, der hat das. So, und ich glaube... Macht man gar nichts da, weil das macht alles von selber. Genau. So, jetzt kriege ich da noch eine. Aua! Der ist ja unhöflich, erste. Aber frisch rasiert schaut er aus. Und eine große Waffe hat er erst, die hat er sicher nicht einmal sonst.
Das ist der andere ein bisschen klar sein. So. Hustend Kräumer aus dem Wasser raus und sammeln unsere Habseligkeit, ne? Und da sind wir auch schon auf unserer wunderschönen Urlaubsinsel. Unser Badplatz, den holen wir uns noch. Es ist der Kelvin, der begleitet uns und unterstützt uns. Er ist wirklich eine Hilfe, muss ich sagen. Und ja, es wird auch lustig werden, und auch mit ihm. Das ist ein wenig auch bedient, weil der blüht das aus den Ohrwascheln, er hört nichts mehr. Und ist auch nicht da. Nicht wirklich. Ah, jetzt hat er's. So. Super. Dann folge mir bitte. Mehr braucht mir am der Wein nicht sagen. Macht keinen Sinn nicht, wenn mir jetzt schon was anschafft, es sei denn, es wollt an derer Stelle bleiben. So, ich würde mal sagen, gehen wir her und gucken wir mal. Bitte. Oder da vorne ist aber nichts. Ich möchte zuerst alles durchluten da am Strand, also was da halt so ein wenig in der Umgebung ist. Nebenbei gleich die Medizin reinhauen. Okay, er sagt, ich soll das da machen. Das Werkzeug. Ja, können wir auch machen. Das Feuerzeug ist eh klar, das ist auch alles klar, das auch. Und das, wenn man drauf hält, seht ihr das Kastel, das weiß umrandete rechts. Drückt man die 1, dann ist das auf der Schnellstartleiste 1. Dann können wir gleich drauf zugreifen, wenn wir auf die 1 drücken. Beine aufheben, ganz wichtig. Ganz wichtig. So, Medizin haben wir irgendwo. Also da braucht man zuerst mal Stahlwall und haben wir schon Klebeband? Ja, haben wir schon. So. So, da fliegen die Federn weg. Na, da kann man nichts machen. Wir haben nur mehr drauf. Uns geht jetzt nicht. Da war der Speer ideal. Dann looten wir halt. Wenn man mit dem Speer ein paar Mäne sticht, dann steigen wir nach wie vor nun Federn auf. Da gibt es Muscheln. Die haben wir genug. So, da, außer mal mit dem Navi, weil das schaut da sehr eine halbe Stunde an. Ich muss mich kurz orientieren. Da sind wir, ja, okay. Das ist eigentlich wieder derselbe Platz, wo ich vorhin runtergekommen bin. Beim vorgehenden Video, das was ich eigentlich gestartet habe, aber leider auch ein Mikrofon ausgeschaltet. So, Stöcke machen wir auch. Aber die finden wir eh überall. Und natürlich auch da, da, zack, zack, eingesammelt. Damit. Jawohl. Mitnehmen, mitnehmen. Alles mitnehmen. Auch mal alles. Großen Steine. Haben wir jetzt genug? Moment mal, wo hat ich denn hin? In die Höhle gehe ich sicher nicht. Alle Höhlen, die was vernagelt sind, verbrettert sind, ja, werde ich auch noch nicht besuchen. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich die Höhlen vorher besuche, bevor ich eigentlich rein sollte, dass die Höhlenbewohner rauskommen. Ich habe, weil ich Schule Höhlen durchforstet habe, sicherheitshalber, warte, ich muss ich. Habe ich die ganzen Leute schon heraus gehabt.
Das heißt, ich werde erst die Höhlen betreten, bis auf die, die was oben sind, die können wir so betreten. Wenn wir unser Level schon haben. Warte mal, ich überlege gerade, wo wir zuerst hingehen. Und zwar, ah, wir haben nur keine Seilen nicht. Gut, dann machen wir da einen Speer. So, der Speer soll auf die 3 passt. Das heißt, wenn ich die 3 drücke, habe ich ihn. Sehr gut. Okay, mit dem Speer geht das auch. Da haben wir ein wenig auch Blätter mitnehmen, Stücke mitnehmen. Und ich will natürlich jetzt, ich will jetzt keinen Run machen, aber ich bin im ersten Video jetzt ein bisschen schneller, weil sonst schaffe ich das in einer Dreiviertelstunde nicht. Ich darf, ich muss ich trotzdem auch. Ich glaube schon, dass das das ist, wo ich hier will. Ist das? Lauft man einfach weiter? Ich habe mir doch eine Medizin schon reingehauen. Warum wirkt denn die nicht? Oder habe ich das noch nicht gemacht? Wer schnauft denn da so? Bist du das? Ja, er schnauft so. Okay, der soll da ein wenig weniger rauchen vielleicht. Hä? Der hat pfeift aus dem letzten Loche. Kelvin, da müssen wir noch mehr reden drüber. So geht er das gar nicht. So, wo sind wir da jetzt? Nur weit weg, gell? Da darf ich noch laufen. Du bist ja so ein Schaf. Okay. Da darf ich noch laufen. Was denn jeden an? Jo. Der denkt mit. Mein Schatz denkt mit. So, da haben wir jetzt ein Fell. Totenköpfe wollten wir immer schon haben, denke ich mir. Versuchen. Wer will das nicht haben, ne? Also, man, hallo. Oh oh, schau, da kommen schon die Ersten, also wie gesagt. Aber wir ignorieren die jetzt einmal, wir versuchen es. Wir sind ja nicht gleich tot hochgegangen. Hey, wenn ich was. Oh je, das ist ja anderer. Wir den oder was? Bei was denn? Wie weitergehen? Oder? Das nehmen wir auch noch mit. Jetzt haben wir sogar Tücher gekriegt. Ja, gut. Super. So wie ist der hingegangen, Kevin, ne? Okay, da oben müssen wir jetzt. Komm, Kevin, geh mal. Jetzt in die andere Richtung gegangen. Wir gingen da. Aber ein bisschen quer für dich, weil ich glaube, das Violette dort ist schon unser erster Dings. Moment einmal, wo bin ich denn da? Oh, also na, da braucht man nicht hin, aber zu den Violetten kennen wir. Das ist einer von den 3, die was wir suchen müssen, sprich finden müssen. Und die Vermissten, die kann man gleich mitreißen. Das geht noch. Ist das dort ein Lager? Ist das dort? Schau mal. Die haben aber rockige Musik, hey, hallo? Kein okay, mittanzen da, hörst du? Vielleicht halten wir dann nicht so auf.
Ah, voll am Zühn her, ja? Okay, der hat einmal, der hat Zühn, ja, ja. Fette Kohle, hey. Da, wir speichern die an. Da, das schreiben wir, da waren wir schon. Wir gehen nicht da wieder hin. Und das überschreiben wir. Der andere ist mein eigener Stillstand. Oh, gutes Plattel. Das habe ich gar nicht gekannt, muss ich ehrlich sagen. Und Kleidung hast du keine, Butter. Was passiert, wenn ich die Achsen tue? Nix, gell? Also, ausnahmsweise, aber normal trinken wir das Terralatschen nicht, gell? Also nicht vergessen, nie aus stillen Wassern trinken, nur aus fließendem Wasser. Wir machen das da jetzt nur im Spül, weil es der Einfachheit halber. Oder der Bequemlichkeit. Von mir aus. So, warte mal. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich glaube, die sind oder nicht. Wurscht, was wir haben, haben wir. Würde ich sagen. Und jetzt huschen wir da auf. Hoppala, Max, du rennst ja vielleicht einen Topfen zusammen, hörst du. Ist das, schaut euch bitte mal die Spiel an, die Grafik. Ich hab's nicht alles auf Ultra, weil wenn ich die Aufnahme mit hab, gell, dann würde ja die Aufnahmen auch flüssig sein. Aber trotzdem ist es wunderschön, ihr seht es ja selber. Ah ja, warte mal, jetzt Baumenü aufrufen mit B. Ja, er schaut ja das eher eine halbe Stunde lang an. Ne? Seht ihr? Da kann man dann eben durchblättern. Aber warum ist das jetzt so komisch da? Oder warte mal, ich habe ja was geändert. Sekunde. Gehen wir. Nein, nein, das geht nicht, weil ich ja da dann. Schauen wir mal ganz kurz. Können wir ja durchgehen. Die Sichtweite wie auf Ultra. Diese Oberfläche, ich lasse das. Das lassen wir den Schatten, das ist wichtig, weil mein CPU eben da fast 10 Kerne hat. 8 Kerne sind zwingend, scheinbar. Und da dann, das lasse ich dabei jetzt so. Ich weiß jetzt nicht. Das habe ich außer da, weil das komische Farben da, das hat man nicht getaugt, wenn die Farben, also wenn es unscharfiertes Bild an den Rändern zum Beispiel und dann kommen auch noch die Farben für, also rot, grün, blau und so, das taugt man nicht. Okay. So, da hin. Waren wir da schon? Ist nichts, nur das Wasser. Es ist halb so schlimm, wenn er nicht immer was zum Essen hat. Dringend ganz, ganz wichtig. Dringend ist ganz, ganz wichtig, weil dann bleibt da die Ausdauer ein wenig aufrecht. Natürlich ums Essen genauso schauen, eh klar. Aber wie gesagt, Durst ist auch ganz wichtig. Da jetzt haut uns gleich das Gerät um die Ohren. Bin ich gespannt, was uns da jetzt erwartet, wenn ich richtig renne. Ah, ich glaube, das ist der Platz mit Hinweisen, oder? Oder wo ich schaufeln muss. Ah, das ist es. Echt jetzt, da gibt's da weiter nichts. Also man kann dann schaufeln, jetzt haben wir den Abdruck gar noch nicht da.
Ich mache mir das weg, ja. Das auch bitte, danke. Ich glaube, da muss man Schafe hin. Jetzt geht das natürlich noch nicht. Wir haben noch keine Schafe. Die kriegen wir in einer Höhle, glaube ich. Bin mir jetzt nicht sicher. So, und jetzt wollen wir aber... Ach du liebes Bisschen. Wir sind da weit entfernt. Ja, weil ich eben da oben komme. Aua, Dario. Du tust mir weh. Da tut mir immer weh. So, wann ich heute schon... Naja, wir müssen da echt weit. Ui, weit rennen. Da war es halt nicht schlecht, wenn wir nun ein Lager finden würden. Ein kleines Lager zum Looten oder so. Einmal, aber so weit ist das gar nicht mehr. Dort brauche ich glaube ich auch nicht hin. Nein, das hat keinen Sinn nicht. Gehen wir lieber dorthin Richtung Wasser. Bringt uns mehr und weil da kriegen wir eine Pistole auf dem Boot und es liegt quasi am Weg. Quasi. Oh, Moment. Gut, dass der so sportlich ist, hey. Stell dir vor, das war so wie ein Seven Days to Die, da hängt uns ja jetzt schon die Zunge aus, hey. Dann steigen wir sie schon fünfmal drauf. Da, ein bisschen runtergehen vom Gas. Da. Ja, um kurz über der Minikarte die Symbole zu erklären. Das erste Symbol ist das Stärke-Symbol. Das befüllt sie immer, wenn es was tat. Das heißt, das ist eigentlich eine Level-Anzeige. Und mit jedes Mal, wenn sie der rote Kreis oben schließt, ist ein Levelaufstieg zu erwarten. Das zweite ist die Durstanzeige, also trinken. Das dritte ist die Essensanzeige. Essen, etwa, ne? Und das letzte ist die Müdigkeitsanzeige. Es zeigt da, wie mir der Charakter ist. Du kannst es aufputschen durch natürlich regelmäßiges Essen, Trinken, Schlafen, durch Energy Drinks zum Beispiel. Na, da kann euch der Dario was erzählen. Endet aus. So, dann haben wir unsere Lebensanzeige, also unsere Gesundheitsanzeige ist der rote Balken auf der linken Seite um die Karte und das andere ist die Ausdauer. So, Moment. Nur mal kurz vergewissern. Ja, passt eh. Ich schau da lieber jetzt noch. Bevor ich mich drauf verlassen, auch nicht in die Hand nehmen. Wo ist denn jetzt das Boot? Ist das kein Boot nicht? Oder sie, ich bin ja auf Ultra, also das solltet ihr ja sehen. Ja, ich sehe das Schlauchboot, passt. Ich bin da einfach zu weit herunten eigentlich. Ist da oben überhaupt irgendwas? Nicht, dass ich da irgendwas... Ja, da oben vielleicht, aber muss ja nicht heut sein, es muss ja nicht heut alles entdecken. Also, wenn es euch interessiert, schreibt es mir's. Taugt euch, wenn euch das auch bringe, zum anderen dazu natürlich. Könnt ihr mir's ja schreiben?
Vielleicht sogar ein paar Tipps werden gerne angenommen, natürlich, logisch. Die Geschichte machen wir natürlich, ja, die sind, sagen wir ja da. So, schauen wir mal, ob es da was gibt. Erst Barina. Ich sagte eigentlich, geh wieder. So, das ist ein Hatsch, aber jetzt haben wir es gleich geschafft. Also ich bin immer hergegangen, habe dort mein Z aufgestellt, habe abgespeichert und bin einfach beinhart hingeschwommen. Und das versuche ich jetzt auch wieder. Und dieses Mal gleich von da. Es ist nämlich da ein Hai drinnen, der was uns fressen will natürlich. Gerade, ja, da hat nichts eine Ruhe sozusagen. Entweder die anderen, die Kannibalen, hoppala, das war jetzt der Weg, die halbe Stunde ist rum. So, Kelvin, der sollte weiter warten. So, am besten ist gar nicht abschauen unter Wasser, weil dann sehen wir den Hai nicht. So, das wäre jetzt einmal meine Taktik, ne? Und ich habe es eigentlich immer geschafft, beim ersten Mal, da hat er mich zweimal zwickt, aber das hat kaum was gemacht. Schauen wir mal, ob ich jetzt da wieder Glück habe. Und? Denk du ihn nicht? Oder ist der das da raus? Na, das ist ein Ding, ist okay. So, dann wollen wir da jetzt schnell rein. Hä? Geh nicht, oder? So, ich glaube, wir sind schon gerettet. Das ist nur die Animation. Oh, wir sind jetzt auf sicherem Terrain. Ich sehe, da ist der zweite. Da haben wir die Pistolen. Da. Ein wenig was zum Essen noch. Zum Lesen gibt es nichts. Das sind sonst nicht vergrund. Was hat er noch? Nichts, gell? Brauche ich nicht. Kann ich da speichern? Nein, weil wenn ich da jetzt speichern hätte können, hätte ich da jetzt Schluss gemacht. Ich muss dort wieder hin. Das Ganze ein bisschen express. Ich habe mein Zettel, glaube ich, gar nicht abgebaut. Zumindest gehe ich dort da raus auf der Karte, wenn ich schaue. War ich schon da oben mitgefahren. War ein wenig auch blöd jetzt von mir, aber gut. Man kann nicht an alles denken. Ja, kennen tut man schon. Aber es gibt andere Sachen im Leben. Also ist der Kelvin ja auch da. Der Kelvin klein ist das, gell? Gott, er freut sich schon. Wenn wir da sind. Hallo Kelvin! Du kriegst einen dicken Schmerz einmal, ne? So, ein bisschen ein Seil mitgenommen. Auf C gedrückt halten, dann kann man das zerlegen. Ich hätte es anspeichern sollen. Naja, gut. Nein, nicht mehr gut. Ich speichere es lieber. Ich nehme mir die Zeit jetzt und stelle mir zwei auf. Naja, schaut auch nicht deppert aus. Ja. Sechzehn Uhr.
Wir gehen zumindest um mich. So ein Wetter, ey. So ein Käsewetter. Da schickt mir ja nicht einmal ein Hund vor die Tür bei dem Wetter. Aber Hauptsache wir rennen heraus nochmal an. Unser Kevin, er schafft es wieder nicht ganz, aber er kommt eh noch. Kleine Steine. Radio. Hey, da wohnt er noch. Ach, Kevin, schreck mir erst. Der hat auch nicht mehr, ist das jetzt die Nummer 3 oder was? Aber jetzt werden wir uns einmal schlau machen. Wie geht's, der speichert ab. Der Regen ist sehr, sehr laut. Klopfen. Ah, passt denn. Komm. Ah, die Dame kommt, die Dame. Jawohl, jetzt hört sich das Regen auf, wenigstens. Kevin hat sich schon hergesetzt. Wir haben sie jetzt das Fleisch am Grill. Although living on the beach might seem like a dream, we have struggled like everyone else. Dann speichern wir ab, würde ich sagen, und dann verabschiede ich mich, weil ich glaube, wenn ich da jetzt noch weiter renne, wird die Stunde voll. Und ich werde jeden Tag ein Video uploaden. Und auch von links kommt was. Das nächste Video. The Planet Crafter, gut. Okay. Wenn ich so, am Grill kann man sich die Austern gar nicht schmeißen. Zumindest werden sie noch gar nicht angezeigt. Kontrollieren wir es nochmal nach. Okay, jetzt nicht mehr. Zünden wir es nochmal. Wird mir gar nicht angezeigt. Okay. Speichere die jetzt da.
Ich wünsche einen schönen Abend, eine gute Nacht. Wir haben jetzt Samstagabend, 22 Uhr circa. Und ja, bis zum nächsten Mal. Lasst mir ein Abo und ein Like da, würde mich sehr, sehr freuen. Könnt ihr auch was schreiben? Freut mich auch, den Energy Drink immer sehr auf. Wir gehen wieder auf, da haben wir eher was. Aus dem Meer können wir nicht saufen. Seht ihr, da ist ein Fluss. Ne, da fahren und da können wir dann trinken. Ne? So, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.